Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trucks und Logistik Simulator. Mein Gott, auch noch meine Stimme hier verloren fast so. Das, was ich befürchtet habe, ist natürlich eingetreten. Innerhalb der Zeit, die ich vorgearbeitet habe, gab es zwei Patches. Gut. Das dritte Update, was ja dann, also der dritte Patch, der gekommen ist, war dann quasi optimierte Leistung von Schatten, optimierte Speichernutzung, reduzierte Ladezeiten für Karten, verbesserte Leistung für alte Grafikkarten, die kein Computer Shader oder Compute Shade unterstützen, V-Sync-Umschaltung in den Optionen hinzugefügt. Das Verkleinern der Minikarte funktioniert jetzt und kann in der Größe geändert werden. Okay. Die Einstellung des Tagesschiebereglers, Zeitskala, Systemzeit, Uhr simuliert und so weiter wird jetzt gespeichert. Erhöhte Kameradrehzahlen mit dem Controller. Okay, den Controller bringe ich. Benutze ich nicht. Die Input Bindings wurden so ein bisschen geändert. Also die Tastaturbelegung für die Scheibenwischer und Warnblinker. Das ist jetzt nicht mehr auf einem. Lichthelligkeiten des Tandem-Anhängers wurden korrigiert. Das Spiel verbirgt jetzt automatisch den Cursor, wenn ein Lader mit der rechten Maustaste gefahren wird, also hier Gabelstapler etc. pp. Problem mit der Helligkeit der Straßenlaternen in der Nacht behoben, feste Beleuchtung und Sea Materials, keine Ahnung. Regen vorübergehend deaktiviert, da es immer noch VIP ist und VIP ist und nicht sichtbar sein soll. Verbesserte Umwelt und Vegetation, das schauen wir uns gleich mal an. Das zweite, was gekommen ist, es gibt jetzt einen Beta-Branch für die ganze Chose. Das heißt, man kann, wenn man möchte, in den Einstellungen bei Steam aktivieren, dass man an den Betas teilnehmen möchte. Und dann kann man da so ein bisschen mit testen. Ja, lässt ja schon mal darauf schließen, dass hier ein bisschen was passiert. Okay, hier sehe ich noch nicht so viel von veränderter Vegetation, aber das gucken wir uns gleich mal weiter an. Dies funktioniert immer noch nicht. Verbessert für alte Grafikkarten. Ich muss sagen, das Ding belegt bei mir immer noch 91% vom Grafikspeicher. Das schafft momentan kein anderes Spiel. Aber vielleicht ist es ja wie bei Outlaws of the Old West, dass die das dann irgendwann mit der Zeit mal in den Griff. Und wohlgemerkt, ich spiele mit der Auflösung oder mit der Dings auf Mittel. Mittel. So, hier hat sich nicht allzu viel verändert. Hier hat sich auch nicht allzu viel verändert. Hier kann man nichts machen. So, wir hätten im Angebot. Die 7 nehmen wir mal. Das ist eine weitere Strecke. Da können wir uns mal ein bisschen was angucken hier. So, tatsächlich, wenn man jetzt die rechte Maustaste drückt, ist der Cursor verschwunden. Macht die Steuerung aber immer noch nicht einfacher. Vielleicht ist es ja mit dem Gamepad anders, wenn man damit spielt. Und dann einen Stick für Bewegung nutzen kann und einen Stick für die Kameradrehung. Ich weiß es nicht. Dazu müsste ich erstmal den Stick wieder rauskramen, damit wir das testen können. Unsere Steinchen sein hier. Er ist nicht ganz so wendig wie der kleine Kollege. Also die Lenk ist nicht, die Lenkbewegung ist auch nicht ganz so schnell. Na gut, der hat jetzt hinten natürlich auch eine andere Radverteilung als der kleine Gabelstapler mit nur einem Rad, einem Doppelrad, glaube ich. Hier müssen wir die Zeit runterdrehen. Battery low.
Ja, schön. Jetzt meldet sich auch noch mein Headset. Finde ich ja ganz. Upsi, das war nicht so gut, glaube ich. Ja, mal jetzt üben wir nochmal mit dem Gabelstapler hier heute. Wie gesagt, mit dem Beta, da dürften wir gespannt sein. Ich werde mir natürlich auch, wenn ich die Aufnahme jetzt hier gemacht habe, gleich mal die Beta-Versionen aktivieren. Ich muss jetzt mal ganz kurz mein Headset anstöpseln, sonst höre ich hier gleich nichts mehr. LKW Charging ist battery. schlechte Vorbereitung. So, LKW ist beladen. Okay, die Räder scheinen zumindest oberflächlich halb im Boden zu versinken. Sieht ein bisschen lustig aus. Und rauchen tut auch ganz schön. Also, Abgasnorm ist Euro 1 oder 2 oder so, mal 3. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen erstmal hier raus. Ah, ja, wir haben gleich mal wieder die Schranke mitgenommen. Na, hätte ich mal vorher aufs Navi geguckt, hätte ich gleich rechts rumfahren können. Na, ist egal. So viel hat sich jetzt an der Vegetation, glaube ich, nicht geändert. Ja, ich habe das Update geladen. Jetzt macht es die Einstellung ja automatisch. So, er weiß auch nicht so recht, wo er hin will hier. Und die spawnt dann einfach. Gut. Nehmen wir zur Kenntnis. Mal, es wäre wirklich sinnvoll, wenn sie um solche Sachen vielleicht demnächst zuerst kümmern. Okay, also Meditation, sorry Leute. Aber nee. Nee, nee, nee. Jetzt sich hier, glaube ich, gegenseitig überlaufen. Oh, okay, der LKW hat jetzt scheinbar auch ein paar mehr Gänge bekommen. Weil vorher war er hier im sechsten Schluss gewesen. Hier beim Sliding-Wettbewerb mit Jungs, das müsst ihr nochmal anpassen. Das funktioniert so nicht. Genau wie das funktioniert auch nicht. Hier einfach mitten auf der Straße eine Vollbremsung machen. Kannst du nicht bringen, Kollege. So, das ist ja mittlerweile die 11. Folge. Die 10. kam ja heute gerade raus, also am Samstag. Fazit bisher, es hat Potenzial. Es hat definitiv Potenzial. Aber die Entwickler müssen das Potenzial auch nutzen. Okay, er schießt schon mal nicht mehr ganz so ab wie die Rakete. Das scheint auch so ein bisschen geändert zu haben. War ja teilweise dann doch ein wenig mit 440 PS macht er nicht solche Sätze. Und gut, er drängt mich hier fast weg. Wie gesagt, es steckt viel Potenzial und dieses Potenzial wird bis jetzt noch nicht unbedingt so genutzt.
was genutzt werden könnte, denke ich. Es ist schwierig zu sagen, aber man könnte sich jetzt drüber streiten, ob das Ding wirklich schon Early Access Status hat oder ob das noch eine Alpha eher ist. Kann man, wie gesagt, so ein bisschen drüber streiten, aber was habt ihr hier vegetationstechnisch gemacht? Hier ist gar nichts passiert. Gut, mag sein, dass ich dass das anders aussieht, wenn ich das Ganze jetzt auf hoch oder sehr hoch setze wieder. Aber sorry, aber dann reichen meine 6G Grafikspeicher nicht aus. Und ob man hier für so ein Spiel eine 1080 Ti oder 2080 vorsehen muss, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also da geht noch was, Jungs, da könnt ihr definitiv noch was verbessern. Und das werdet ihr hoffentlich auch machen. Da bin ich guter Dinge, dass das passiert. Ausschau, ob ich nicht wieder auf der Straße irgendwo Leitpfosten stehen. Sowas hier verstehe ich auch nicht so ganz. Diese Straßenführung, warum die so, ich sag mal, abgehackt ist und dann hier von so auch ganz schmal. Okay, und wenn ich mir das hier so auf der Straße so angucke, die Sichtweite, Ich weiß nicht. Oh, jetzt hat er aber ganz schön zu kämpfen hier mal drauf. Das ist aber eine andere Strecke, die kenne ich noch nicht. Das muss. Das ist nur, da bin ich ja auch noch nicht lang gefahren. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gut aus, kann man sich mal geben. Ja, das hier die Baustelle. Ich weiß nicht. Die Autos, ja gut, dass man nicht alles eine Sichtweite von 50.000 Kilometern haben kann, ist klar, aber dass die dann teilweise aussehen, als ob sie, wenn sie 5 Meter vor dir sind, als ob sie da aus irgendwie aus einem Teller bunte Knete bestehen. Ich weiß nicht. Also momentan bin ich sehr unentschlossen, was dieses Spiel angeht. Da mir eine richtige Meinung zu bilden. Es abwarten, was die Teile machen. Würde ich dazu mal so sagen. Genau wie so eine Geschichten hier, die Splines, die gehen dann einfach mal auf der Gegenspur lang. Der Gegenverkehr fährt fast auf den Grünstreifen. Jungs, guckt doch mal hin, was ihr da macht. Eine ganz schöne Strecke hier. Nee, gut, hier oben waren wir wirklich noch nicht. Nicht ist neu. Und das ist auch fies.
Okay, das war nix. Oh, was Frachtbeschädigung, das war bestimmt, wo wir mit dem Gabelstapler dagegen gefahren sind. So, wir haben jetzt ganze 22.000 Taler auf unserem Konto, können uns damit aber noch nichts kaufen, weil, hier mal gucken, wir für unseren nächsten LKW, je nachdem welchen wir uns denn holen. Hallo, Garage. Das wäre einmal dieses Kippgerät. Kostet uns stolze 114.000. Oder gut, den würde ich jetzt mal gerne überspringen wollen. Also, nee. Oder jenes Gerät wäre bei 84.000. Oder gleich gar jenes Gerät für 97 oder ihn hier. Schön sieht er ja aus, nicht? Aufgeräumt ist auch drin. Ja gut, okay, das geht gar nicht. Selungs, also an die Sitze müsst ihr noch mal ran. Das geht ja überhaupt nicht. Bei mir wandert hier auch gerade so ein Strichlein, ja, die Kamera wie über den Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sieht, muss ich nachher mal gucken. Ne, im OBS sieht man es nicht. Jungs, upsala, da wollte ich doch gar nicht hin. Das müsst ihr noch mal ändern. Sieht hier nicht so schlimm aus, finde ich. Gut, das ist so das eins. Na gut, der MAN ist auch lizenziert. Aber das, ganz ehrlich, das hier, also dass man das als Textur macht und nicht ausmodelliert, ist mir klar. Ich habe auch mal 3D-Modelle erstellt. Aber man kann doch dann wenigstens eine High-Poly-Textur auf eine Low-Poly-Objekt legen. Schwierig, schwierig. Na gut, wir lassen uns überraschen, was da noch so alles kommt. Ich halte euch darüber auf dem Laufenden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst einen Daumen und ein Abo da. Dann kriegt ihr, also beim Abo kriegt ihr immer die Benachrichtigung, wenn es denn was Neues gibt. Bis dahin, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut.